hochkompetent. Bei ihr wird das mal fast bis zum Nabel gehen. Okay. Das ist riesengroß. Also das ist ein richtig großer Uterus. Respektvoll. Manche Krebsarten, besonders in der Eierstock und auch in der Brust, die manchmal wachsen rasant. Emotional. Für jede Hebamme ist das die schönste Sache, wenn das Baby auf der Welt ist und es tut den ersten Schrei. Das sind die Gynäkologen und Hebammen des Asklepios-Klinikum Uckermark. Sie erleben Glücksmomente wie bei der Geburt eines Kindes und behandeln teilweise schwere Erkrankungen der Frau. Mittwoch früh 7.30 Uhr, Arztbesprechung auf der Station für Frauenheilkunde. Heute ist ein OP-freier Tag, eigentlich. Kurzfristig gibt es eine Änderung. Eine Frau mit Eierstockkrebs muss so schnell wie möglich von dem spezialisierten Team operiert werden. Jeden Tag, an dem die bösen Zellen die Chance haben, sich auszubreiten, ist ein Tag zu viel. Aber Sarkome, manchmal Brüchen hier. Und dann, ja, aber das, wir wissen also nicht, wie sieht der Gynkarenz bei den Patienten? Ja, man sieht auch gar nicht das Karies. So lange darf man nicht warten, weil manche Krebsarten, besonders in der Eierstock und auch in der Brust, die manchmal wachsen rasant. Die sind gut versorgt von der Gefäße, von Blut und dann die richtig haben genug Platz zu wachsen. Und bei manchen Fällen, das ist richtig sehr, sehr rasantes Wachstum. Chefarzt Dariusz Jejczak leitet die Station und wird gleich mit einem interdisziplinären Team aus Chirurgen und Gynäkologen alles in seiner Macht Stehende für die Patientin tun. Die Chancen auf Heilung stehen nicht gut. Insgesamt 5 Stunden wird der Eingriff dauern. Bis die Patientin im OP vorbeitet ist, führt der Chefarzt die Visite auf der Station durch. Wie geht es Ihnen? Bleiben Sie liegen. Gestern habe ich dazu gekriegt, zu den 3 Salben, die Kortison. Ja. Und ich hoffe, dass... Ich werde so sagen, Sie dürfen heute nach Hause. Ja. Sie können die Schmerzmedikamente schlucken. Sie können die Salbe selbst eintragen. Ja, das mache ich. Also Sie müssen nicht unbedingt im Krankenhaus liegen. Mhm. Ne, weil die Infusionen brauchen Sie nicht, wenn Sie zu Hause ordentlich trinken. Mhm. Wenn Sie die Schmerzmedikamente nehmen, da brauchen Sie auch nicht bei Infusion die Schmerzmedikamente. Dann dürfen Sie heute nach Hause. Na, bin ich einverstanden. Brigitta Zimmermann kann sehr gut geholfen werden und das wohnortnah. Dennoch freut sie sich jetzt, dass sie nach Hause darf. Ich bin Montag heim und kann heute Gott sei Dank nach Hause. Das ist schon günstig. Und vor allen Dingen, je älter man wird, desto öfter braucht man ja einen Arzt. Und kommt auch ins Krankenhaus, ne? Obwohl ich eine Allergie gegen Krankenhäuser habe. Aber wenn es sein muss. Während der Visite wird eine hochschwangere Frau in den OP geschoben. Ihr Baby liegt in Beckenendlage und wird per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. In diesem Fall eine medizinische Notwendigkeit. Wenn alles optimal passt, ist im Asklepios-Klinikum auch bei Beckenendlage eine spontane Geburt möglich. Ja, okay, danke. Es ist soweit. Chefarzt Dariusz Jejczak wird in den OP gerufen. Es ist ein schwerer Eingriff. Das Eierstockkarzinom ist leider schon fortgeschritten, trotz regelmäßiger Vorsorge. Kriege ich auch gleich Atemnot. Eierstockkrebs und Brustkrebs, das sind die, die man ohne Vorsorge nicht früh entdecken kann, weil die machen keine Beschwerden. Die Patientinnen melden sich oder stellen sich vor, bei fortgeschrittenem Stadium, wo das macht, erstmal die Beschwerden. Und die Krebse machen richtig, richtig ganz spät Beschwerden. Der Eingriff bei der Krebspatientin verläuft gut und dennoch, die Frau kann nicht geheilt werden. Das Team aus Gynäkologen und Onkologen wird alles daran setzen, ihr so lange wie möglich die höchste Lebensqualität zu sichern. Schatten und Licht liegen oft nah beieinander. Aufgeregtheit macht sich breit. Ein werdender Vater wartet etwas nervös vor der OP-Tür. Die Kinderärztin bereitet alles Notwendige vor, um das Neugeborene in Empfang zu nehmen. Wird bei der Sektion, dem Kaiserschnitt, alles problemlos klappen? Wird das Kind gesund sein? In der nächsten Folge sehen Sie mehr.
bei die Gynäkologen und Hebammen des Asklepios Klinikum Uckermark.